Ich würde denken, hier war auch ein Schalter. Halt, hier war er doch schon. Sehr gut. Und damit ist dieser Raum ganz und gar nicht mehr gefährlich hier. Oder gar nicht mehr angsteinflößend. Na, kann man vielleicht auch nicht sagen, aber nicht mehr dunkel zumindest. So, jetzt haben wir hier einen richtig schönen Safe-Raum im Prinzip. Das Schlimmste für dieses Kapitel ist überstanden, sag ich mal. So, dieses Buch hatten wir noch nicht. William Vespers Tagebuch, Auszug 16. 18. Mai 32. Dieses Mädchen ist wie ein Diamant. Sie öffnet sich mehr und mehr, selbst wenn ich ihr gar keine Fragen stelle. Sie hat mehr Narben, als ich je verursacht habe, aber sie verdient keine. Sicher rührt ihr Talent daher. Sie sagt, dass ich sie glücklich mache, aber sie weint immer zu. Nur auf der Bühne, wo sich ihre Stimme und der Klang meines Klaviers treffen, habe ich das Gefühl, sie zu lieben wie ein Mann, nicht wie eine verzweifelte Seele. Wenn die Realität einsetzt, komme ich mir so machtlos vor. Ich habe mein ganzes Leben auf sie gewartet und nun bin ich wie betäubt. Gefangen in diesen modrigen Mauern, die ich immer bei mir trage. Meine Hände zittern, wenn ich ihre Haut berühre, denn ich verstehe, dass zwischen uns etwas fehlt. Etwas, das bei den anderen Mädchen immer da war. Ein kalter, scharfer Splitter aus Silber. Okay. Wenn du das sagst. Gut, wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche anderen Schriftstücke haben. Ich glaube nicht, ne? Nochmal ein paar Streichhölzer einsammeln. Kann nicht schaden. Die verkommen eh bloß hier oben, wenn wir sie liegen lassen. So, und jetzt können wir auch hier drüben mal für Licht sorgen. Das Gute ist, die Elektrizität wurde jetzt auf dem gesamten Dachboden wiederhergestellt. Und das wäre es dann auch für die Margaret da drüben gewesen. So, ich glaube, damit müssten wir jetzt hier auch sicher sein in dem Raum. Margarets Tagebuch, Auszug 22. 13. Oktober 1914. Seit meinem Unfall im letzten Jahr sehe ich sehr schlecht. Die Welt ist mir fern. Es hätte sie mir den Rücken zugekehrt und wäre fortgegangen. Ich kann nicht sehen, aber ich habe viel geweint und wollte das Offensichtliche nicht wahrhaben. Am Tag ist die Welt wie eine weiße Leinwand voll verschwommener Formen, die bei Sonnenuntergang verschwinden, als hätte die Dunkelheit sie verschluckt. Wenn ich eine spezielle Brille trage und ganz nah an das Papier rücke, kann ich etwas schreiben. Auf diese Weise kann ich auch malen. Ich habe elektrisches Licht in meinem Arbeitszimmer installieren lassen, damit ich weiter arbeiten und lesen kann. Die Anstrengung verursacht schlimme Kopfschmerzen, die ich nur mit Morphin bekämpfen kann. Ein wenig. Ich glaube, William versucht, meine Schwäche auszunutzen, um sich von mir abzukapseln. Er hat kein Mitgefühl. Er liebt mich nicht. Wahrscheinlich hat er mich nie geliebt. Nee, hat er nicht. Das solltest du eigentlich wissen. Du hast doch selbst schon festgestellt, dass er dich hasst. Aber da bist du selbst dran schuld. Opfernotiz 6. Oh, die habe ich noch nicht gehabt. Na sowas. Sehr geehrte Miss Walsh. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um ihre Bewegungen zu unterstützen. Aber unser Direktor ist eins dieser Schweine, die glauben, dass Frauen Männer die Arbeit stehlen und will es ihnen nicht gestatten, das Land wieder in Form zu bringen. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie sehr sie Arbeit brauchen. Wenigstens müssen sie sich nicht mit diesem miesen Kerl herumschlagen, der sich für einen Anführer hält. Männer wie er sind der Grund, wieso all dies geschieht. Die Welt wurde mit Menschen beider Geschlechter geschaffen. Und ebenso wird sie auch gerettet werden. Möge Gott sie schützen. Ich komme sie bald besuchen. Linda Cuevas. Ich glaube, du wirst sie nicht mehr besuchen gekommen sein, weil sie wahrscheinlich nicht mehr da war. Margarets Tagebuch, Auszug 21. 26. August 1913. Ich diktiere Sarah diesen Eintrag. Heute ist mir etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe im Garten gemalt und schützte mich mit einem Schirm vor der Sonne, als ich einen dieser Ausfälle hatte. Als ich wieder zu mir kam, schaute ich mit weit offenen Augen genau in die Sonne. Es brannte, als würden sich feurige Dolche in meine Augenhöhlen bohren. Wie lange blieb ich so? Sarah sagt, ich habe Sonnenbrand. Ich glaube nicht, dass das alles ist, aber ich kann die Schmerzen nicht ignorieren.
Das bedeutet, dass ich mehrere Minuten dort war und in die Sonne gesehen habe. Werde ich erblinden? Ich kann nur Umrisse erkennen und mich kaum bewegen. Morgen kommt Dr. Rosenthal. Ich werde beten. Ich brauche Dunkelheit. Und da haben wir den Unfall, der ihr diese Blindheit überhaupt erst beschert hat. Ja, und diese Blindheit hat sie im Tode im Prinzip behalten, ne? Also sie kann in der Dunkelheit immer noch nicht sehen. Nicht vergessen, Mutter sieht fast nichts mehr in der Dunkelheit. Hier haben wir das. Vorhin hat mich einer von Mutters Schatten überrascht, als ich die Räume abgeschritten habe. Sie hob die Arme und griff nach mir. Ich hatte eine Kerze in der Hand, doch vor lauter Furcht ließ ich sie fallen. Die Flamme erlosch und als ich zurückwich, sah ich, wie das Ding einfror. Sie roch die Dunkelheit und ging fort. Das werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Um den Geistern zu entkommen, muss ich mit der Nacht verschmelzen. Ich muss mich in die gleiche Kleidung hüllen, einer von ihnen werden. Da haben wir es jetzt auch nochmal bestätigt. So, und dieses Bild bewege ich schon mal zur Seite, denn wir sehen, da oben ist ein Fenster. Und dieses Fenster wird freigeräumt dadurch. Das Gemälde verdeckte ein Fenster und somit auch das Licht. Und auf der anderen Seite des Fensters ist nicht etwa die Freiheit draußen, sondern dort ist ein anderer Raum, in den jetzt eben das Licht, das wir hier erzeugen, reinkommt. So, und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ein neues Bild. Hexe. Ach, die Hexe kam hier erst. Okay. Na gut, dann habt ihr sie halt schon im Voraus gesehen, weil ich ja vorhin schon alle Bilder gezeigt hatte. Selina und William, Auszug 8. Am nächsten Abend streiten wir uns wieder. Als ich anfange, meine Sachen zu packen, stößt Jim mich gegen eine Wand. Ich erinnere mich noch an den Schock. Die Spuren seiner Finger an meinen Handgelenken werden wochenlang zurückbleiben. Dann kommt er wieder zur Vernunft und kocht Tee, als ob er will, dass ich ihm verzeihe. Ich trinke ihn und weine. Ich sehe meine Tränen in die Tasse fallen und im dunklen Wasser verschwinden. Was ist nur aus uns geworden? Plötzlich bin ich sehr müde. Ich stürze. Ich rufe nach Jim, aber er sieht mich nur an und krümmt keinen Finger. Kurz bevor ich das Bewusstsein verliere, sagt er, ich konnte das nicht zulassen, verstehst du? Ich will kein Monster werden. Mein Vater hat gereicht. Und dann werde ich ohnmächtig. Ich sag ja, Selina hat's nicht einfach gehabt in ihrer Zeit dann, als sie alleine lebte. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich die Margarets hier drüben beseitigen... Ja, lass mich mal. Wie ich die Margarets hier drüben beseitigen kann. Gibt's denn noch einen Schalter, oder... Hör doch mal auf, dich zu porten, Alte. Das ist nervig. Und ich glaube, hier gibt's keinen Schalter, oder? Das ist natürlich schlecht. Okay, dann lesen wir das Schriftstück hier mal so. Selina und William, Auszug 7. Es dauert Wochen, bis ich begreife, was da passiert. Ich werde Mutter. Es ist so schnell gekommen. Ich will es unbedingt meinen Eltern sagen. Jim wirkt so überrascht, als er die Neuigkeit hört, dass ich lachen muss. Für mich kann ein Kind nur einen Segen bedeuten. Aber das Leben ist kein Märchen. Jim wird jeden Tag ein bisschen kälter. Er kommt spät nach Hause. Er sieht mich beschämt an, will mich nicht mehr anfassen und geht oft fort. Er sagt, dass die Geschäfte schlecht laufen und er zur Arbeit muss. Etwa 2 Wochen später sagt er mir, dass wir das Baby nicht behalten können. Als wäre es ein kaputtes Möbelstück, das wir einfach so wegwerfen könnten. Ich sage ihm, dass wir es vielleicht nicht können, aber dass ich es kann. Dass wir es vielleicht nicht können, aber dass ich es kann. Er weigert sich. Er will nicht, er will mich, aber nicht das Kind. Ich weine, ich schreie. Ich sage, ich gehe fort. Mit New York ist es aus für mich. Diese wenigen Worte sind der schlimmste Fehler meines Lebens. Okay, sie war zwar nicht sehr glücklich mit ihm, aber offenbar war er doch wohl ein wichtiger Anker für sie, wie es scheint. So, ich frage mich, ob es denn noch eine Lampe irgendwo gibt. Noch eine Maske. Ein weiteres Gesicht des Schicksals, das mich auslacht. Okay. Ich hasste Rollstühle, besonders auf Dachböden. Kann ich verstehen. Oh nein, das Spiel hängt mal wieder, oder? Stürzt die Aufnahme ab?
Ich sehe es schon kommen. Ich halte mal lieber an, falls sie wirklich abstürzt. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, die Aufnahme ist doch nicht abgestürzt. Weiß nicht, was gerade den Lag verursacht hat, aber ich bin da jetzt immer so ein bisschen vorsichtig, weil das immer so das erste Anzeichen dafür war, dass mir die Aufnahme abstürzt. Es ist irgendein Problem mit der Kompatibilität meines Computers mit meiner externen Festplatte. Der entscheidet sich manchmal einfach spontan dazu, sie nicht mehr zu erkennen. Und dann stürzt halt die Aufnahme ab, weil ich direkt auf die externe aufnehme. Naja gut, aber ist ja alles noch in Ordnung. Von daher schauen wir mal weiter. Hier rennt immer noch eine Margaret mitten im Raum rum. Das hatte ich beim letzten Mal irgendwie anders in Erinnerung. Das gefällt mir nicht, muss ich zugeben. Das sagt mir ganz und gar nicht zu, dass die hier noch rumstört. Abstrakte Bilder einer neuen Welt, bar jeden Fleisches. Oh nee. Sie ist noch hier. Das finde ich gar nicht gut. Ein alter Kleiderschrank, den die Motten in Besitz genommen hatten. Ein Paket aus Ägypten mit braunen Körnern. Wüstensand? Okay, ich denke mal, hier mitten im Raum wird wohl nichts weiter rumliegen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in Margaret reinrennen. Wo ist sie denn eigentlich? Ist sie gerade hier irgendwo? Ich glaube, wir können jetzt zumindest durchgehen, oder? Oh, da stand sie. Margarets Tagebuch, Auszug 3. 4. Januar 1896. Heute war ein schrecklicher Tag. Ich konnte gar nicht aufhören zu weinen. Mir ist ja so übel. Ich habe mich wieder und wieder übergeben müssen und ich friere so. Selbst der Tee, den Sarah mir brachte, konnte mich nicht wärmen. Es begann am frühen Nachmittag. Ich habe gemalt, als er plötzlich zu schreien begann. Alle waren im Garten, um einen Bankier willkommen zu heißen, der über unsere Schulden verhandeln wollte. Mutter hatte darauf bestanden, dass ich Vater die französische Medizin gebe, damit er einschläft und nicht stört. Doch er fing an zu schreien. So hatte er noch nie geschrien. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Mir stockte der Atem. Ich betete, er möge aufhören. Wenn Mr. Colebridge ihn so hörte. Keiner kam, um ihn zum Schweigen zu bringen. Die Sache war zu wichtig. Also tat ich es. Für meine Familie. Ich ging in sein Zimmer. Ich hätte es nicht tun sollen. Na, das klingt ja sympathisch. Okay, wo ist sie hin? Sie ist nach links gegangen, ne? Ja, sehr gut. Dann gehen wir jetzt nämlich mal hier durch. Und schauen uns mal weiter in der Ecke hier um. Ein ausgestopfter Pelikan. Eine exotische Spezies. Sah beinahe lebendig aus. So, Kreuz ist unwichtig, aber hier liegt noch ein weiteres Buch. Margarets Tagebuch, Auszug 5. 4. Januar 1896. Vater hatte sich auf die Zunge gebissen. Aus seinem Mund strömten Fluten von Blut. Er fing wieder an zu schreien. Ich lief zu ihm. Ich wusste, dass es verboten war, doch die Venter-Cross-Frauen sind stark. Ich wollte meine Hand auf seinen Mund legen und dann griff er nach mir. Oh Gott! Er griff nach mir und drückte mich an sich. Zuerst dachte ich, er hätte Angst, doch dann spürte ich, was von seiner Zunge übrig war an meiner Brust. Mein Hemd wurde feucht durch Blut und Spucke. Und ich sah seine Augen, die Augen eines ausgehungerten Hundes. Ich versuchte, ihn wegzustoßen. Oh Herr, ich habe es wirklich versucht. Doch er hielt mich so fest. Sein Gestank war so ekelerregend, dass ich fast ohnmächtig wurde. Ich hatte keine Wahl. Ich schlug zu. Mit meinen Fäusten, an denen die Ringe steckten, die meine Großmutter mir gegeben hatte. Es gab ein Geräusch und ganz plötzlich ließ er mich los. Als ich zurückstolperte, zerbrach ich eine Fensterscheibe. Meine Hände waren ganz rot. Mutter kam mit dem Bediensteten. Dieses Ding ist kein Venter-Cross. Venter-Cross? Venter-Cross meint ihr eher, oder? Das schrie ich. Ich lehne es ab. Ich verfluche es. Ich will es niemals wiedersehen, bis es tot ist und verrottet. Es heißt, es läge im Blut. Es stecke in den Kindern. Ich heiße eins. Wenn es um Männer geht, ist Würde nur eine Maske, die den Dreck verhüllt. Ja, auch du hast deine Anfälle später gehabt. Auch du. So, schön, dass sie hier hinten immer noch rumläuft. Okay, haben wir hier vielleicht auch noch irgendwas zum Speichern? Nee, ne?
Okay, wir nehmen mal die Streichhölzer an uns und ich würde sagen, wir speichern erstmal hier. Nutzen wir auch den Stuhl mal. Gut. Dann haben wir noch hier drüben die linke Ecke der Dachkammer zum Umschauen. Und dann noch den einen Raum, in den das Licht reinfällt. Die Tür dazu ist direkt neben dem Rollstuhl. Die haben wir noch nicht aufgemacht bisher. So, haben wir hier noch irgendwas? Margarets Tagebuch, Auszug 6. 4. Januar 1896. Nach den Ereignissen des Nachmittags schimpfte meine Mutter mich. Sie sagte, ich habe ihren Termin mit dem Abgeordneten und dem Bankier ruiniert. Sie sagte, jetzt wären wir noch ärmer als ohnehin schon und es wäre alles meine Schuld, dass ich Vater provoziert und ihn aufgeweckt hätte. Ich wurde auch wütend und sagte, dass Vater in ein Krankenhaus gehöre. Dafür haben wir kein Geld, schrie sie. Und ich schrie zurück, dann werfen wir ihn ins Meer und die Sache ist erledigt. Sie starrte mich lange Zeit an, ohne etwas zu sagen. Ich zitterte am ganzen Leib. Doch als sie mich fragte, ob mir klar sei, was ich gerade gesagt hätte, durchströmte mich eine sonderbare Ruhe. Und ich gab zur Antwort, du willst unsere Familie retten? Dann tu, was getan werden muss. Wir müssen an die denken, die nach uns kommen und nicht an die, die wir lieben oder an uns selbst. Mutter sah müde aus. Sie ging, ohne mir eine gute Nacht zu wünschen. Die war schon damals eine ziemliche Bitch. Es ist Wahnsinn. Okay, ich glaube, Bücher müssten wir soweit durchhaben, oder? Dieses Bild von Margaret zeigte ein Tier, das sich vor Schmerzen wand. Okay, gibt's da drüben vielleicht noch irgendwo ein Buch? Nee, ne? Die Erde. Ich war dort. Irgendwo hinter dem Schleier der Realität. Und dieses Ding unter dem Tisch ist immer noch da, verdammt. Ich dachte, den hätten wir weg. Aber nee, der ist immer noch da. Okay, ich glaube, hier gibt es jetzt keine Bücher mehr. Wir schauen nochmal kurz hier links des Bettes. Ob wir hier vielleicht noch irgendwas zum... Oh nee, kommt ihr jetzt hier vorbei? Bleib, wo du bist, Alte. Ob wir hier noch vielleicht irgendwas zum Lesen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es soweit. Gut, hier hinten in der Ecke hatten wir bloß die verrammelte Tür und die geht nicht auf. Halt hier! Oh, da haben wir doch noch was. Margarets Tagebuch, Auszug 4. Vater lag auf demselben Bett, auf dem er schon ein Jahr lang gelegen hatte. Seine Haut war wie ein Stein. Wie Stein. Grau und rau. Er roch nach Tod. Oder besser gesagt, nach Wahnsinn. Seine Augen rollten. Er hatte Blut an den Händen. Aber ich konnte nicht sagen, woher es kam. Er starrte an die Decke und schrie. Ich schrie ihn an, er solle aufhören. Die Schreie verebbten. Und dann blickte Vater auf mich. Mit großen, leeren Augen. Er zitterte. Und dann spuckte er Blut. Er spuckte es in meine Richtung. Es traf mich. Die roten Tropfen flogen durch das ganze Zimmer. Auf mein Kleid, auf mein Gesicht. Irgendetwas landete mit einem ekelerregenden Geräusch auf dem Boden. Ich wagte nicht nachzusehen, was es war. Es war so wohl seine Zunge, denn es hat sie ja festgestellt dann im Auszug danach, dass er sich die abgebissen hatte. Okay. Da wir das jetzt haben, würde ich vorschlagen, wir machen uns jetzt auf hier drüben in den Raum, den wir uns noch nicht angeschaut haben bisher. Einmal Licht bitte. Und dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir sehen schon, davon steht ein Filmprojektor rum. Zur rechten Zeit weitere Streichhölzer. Und noch mehr zu lesen. William Vespers Tagebuch, Auszug 5. Auch neu. Mensch, da war ich ja ziemlich schlampig beim ersten Mal hier durch. 12. Mai 1928. Sie, die das Licht der Sonne empfängt, um in einer ewig währenden Nacht zu überleben, sie ist wie wir. Doch sie wirkt noch einsamer, wenn sie uns von ihrem dunklen Hochsitz aus betrachtet. Luna, erquickendes Quecksilber, rettende Stimme aus dem Nichts. Du bist die mütterliche Hand an der Wange des Kindes, der Matrixsee, in dem das Wasser der Sonne ruht. Wie eine Frau kannst du schmal oder rund sein, deine Fruchtbarkeit ist der Rhythmus der Zeit. Du bestimmst den Stand des Ozeans,
den Erfolg der Fischer, die Tiefe unseres Schlafs. Du hast das Recht des Blutes, denn du bist gesegnet. Du bist das Eheweib, das kein Blut jemals schänden wird. Ich bin dein ergebener Sohn. Oder was auch immer ich für dich sein soll. Okay, da er seine Mutter ja abgelehnt hat als Mutter, hat er sich eben eine neue gesucht. Mutter und Geliebte zugleich wahrscheinlich, der Mond. Die Karte des Dachbodens zu finden, geschah genau zum richtigen Zeitpunkt. Okay, wir hätten jetzt also auch von hier eine Karte, aber die brauchen wir gar nicht unbedingt, denn es gibt nicht mehr zu entdecken hier. Nichts blockierte mehr die Dachluke. Genau, hier haben wir ja aufgeräumt. Okay, die zu den Zeichen will er gar nichts sagen. Na gut, wenn er meint. Kakerlaken. Nicolas Flamel schwor auf ihren Lebenssaft. Nicolas Flamel ist der mit dem Stein der Weisen. Wir kennen es aus Harry Potter oder zumindest die Nerds unter uns. Gut, was haben wir denn hier? Weiße Scheibe über der Ewigkeit. Brunnen aus Licht, der die Schatten durchbricht. Das Auge, das Ei, der Kreis. Welche Art von Mensch würde sich lieber einen Friedhof ansehen als den Sternenhimmel? Vielleicht jemand, der Angst hatte, dass auf dem Friedhof irgendwas ist, was ihn bedrohen könnte. Ich konnte meinen Blick nicht von diesem grotesken Mond abwenden. Das anatomische Diagramm einer Schlange. Auch das Innere sah abstoßend aus. Diese heiligen Schmetterlinge waren nicht die einzigen Totenwesen hier. Oh ja, das stimmt wohl. So, schauen wir mal, was der uns verraten kann hier, der Diaprojektor. Dieses Bild wurde in genau dem Zimmer gemacht, in dem ich mich gerade befand. Okay, und wir sehen darauf die Strahlen, die aus dem Fenster herauskommen, ne? Mehr gibt's darauf auch nicht zu sehen. Der Obelisk, den haben wir ja vorhin auch schon entdeckt. Gehen wir mal hier drüben hin, wo der Obelisk ist. Achso, hier liegt noch ein Buch. William Vespers Tagebuch, Auszug 2. 18. Juli 1928. Und schon wieder eins, das ich übersehen habe. Mensch. Einer meiner Kontakte in Ägypten hat jüngst eine der Pyramiden des Cheops-Komplexes erkundet. Er fand dort eine Figur von Isis, die er für interessant hielt. In Wahrheit ist diese Statue von unschätzbarem Wert. Isis! Regina Kaeli, Himmelsgöttin. Wie der Dichter sagt, die Göttin am Anbeginn füllte Himmel und Erde mit ihrer Perfektion. Frau von Osiris, sie spricht zu Lucius wie in einem Traum. Laut den Metamorphosen von Apuleius, auf dem Kopf der Göttin war eine flache Scheibe, die wie ein Spiegel oder ein Abbild des Mondes war und einen weißen Schimmer warf. Der Kult von Isis überlebt seit Jahrhunderten. Manche sagen, er inspirierte das traditionelle Bild der Madonna mit Kind. Sie könnte das Haus reinigen. Es ist dieser Tage kein Mond am Himmel. Die Nächte sind dunkel. Luna, wendest du mir deinen Rücken zu? Deinem Kind? Habe ich dich verletzt? Bin ich deines Segens nicht mehr würdig? Ohne dein Licht bin ich im Nichts verloren. Ohne dich bin ich nur der Sohn der anderen. Ja, Isis ist ja auch im Römischen Reich noch verehrt worden. Es gab da immer noch einen Isis-Kult. Das ist halt so eine Anleihe an die ägyptische Isis gewesen. Die wurde halt mit ins Pantheon übernommen. Ach, und hier drüben steht auch das Bild rum. Das schauen wir uns gleich an. Diese ägyptische Statuette gehört in ein Museum. Diese Zeichnung erinnerte mich an die Dachluke und ihre Symbole. Okay, wir schauen uns das mal hier vorne an. Wenn ein hölzerner Fußboden so laut quietschte, hatte er etwas zu verbergen. Dann öffne ihn doch mal. Wir haben genug Licht, um das zu machen, denn wir haben die Hände frei. Auf dem Schlüssel stand Keller. Es war Zeit, in die Unterwelt abzusteigen. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchten, um dieses Kapitel zu beenden. Der Schlüssel für den Keller. Dafür die ganzen Mühen. Und, warte, hier liegt auch noch ein Buch. Ach, das kann ich aber nicht lesen, ne? Nee, okay. Dafür die ganzen Mühen und dafür haben wir die ganzen Margarets vertrieben. Alles andere ist ja nur Zusatz, sozusagen. So, na dann. Selina.
Führ mich hinab in den Keller. Seeing Selena flee strengthened my belief something darker was closing in. A wolf hidden amongst men. It felt like finding a lost love, but being on the brink of losing it again. I had to be quick. Ich frag mich, ob Selena später vielleicht herausgefunden hat, was William getan hat und dann eben Angst vor ihm bekommen hat. Und ob William sie dann vielleicht umgebracht hat. Oder sie eben den Freitod wählte, als sie erfahren hat, was er für ein Monster ist. Ich denke, wir werden es noch herausfinden. Oh oh. Ich speichere erstmal schnell noch. Und dann wollen wir schauen, was Selena zu diesem Schrei gezwungen hat. Was ist passiert? Selena fled men, just like William, the so-called Black Lake Wolf, had fled his mother. Er konnte ihr das angetan haben, eines dieser Dinge. The real wolf was in the blood. It was the night of the world. Its fangs, sunken deep in the flesh of America, had poisoned us all long ago. Na dann wollen wir ihr mal folgen, würde ich sagen. Ah, okay, wir brauchen wieder Licht. Dann werde ich mich schon mal neben dem Streichholz kurz platzieren. So, das sammeln wir mit ein. Und dann auf nach unten. Folgen wir mal der Blutspur.